Willkommen zur Minecraft-WG. Mit dabei, Julia. Hallo. Ria. Hallo. Und Rothermoon. Hallo. Na. Na. Ich pökel jetzt Kartoffeln. Geil. Was hast du denn jetzt gefunden, Katze? Nein, da ist kein Katzenfutter drin. Glaub mir. Naja, immer mit dem Magen denken, so, ne? Weg. Die Katze glaubt das erst, wenn sie es selber gesehen hat. Ja, jetzt sieht sie es aber nicht mehr. Das ist das Problem. Wie gemein. Ah, dann schaffe ich es vielleicht diese Folge noch, die Hunde heimzubringen. Cool. Dann seht ihr auch mein tolles Weibchen. Was machst du denn jetzt schon wieder, grüne Randale? Ach, das war bei dir? Ja, das war mein Kater. Der randaliert ein bisschen. Der randaliert? Ja. Okay. Randale, Randale, Hausfriedensbruch. Ach, Hundis, nicht vordrängeln. Sind da noch wieder Pflaumen an den Baum gewachsen schon hier, an den ich hingestellt habe? Da ist so Pflaumen dran. Guck mal. Hier sind nochmal Pflaumen gewachsen. Dann wachsen die also doch zweimal pro Jahr. Scheiße, da hätte ich die vorhin noch nicht machen dürfen. Aber hier sind eindeutig Pflaumen dran. Da sind Pflaumen dran, ja. Da hinten wachsen auch schon Zitronen oder was auch immer das da ist. Ach, jede Menge, die sind schon die ganze Zeit fertig. Echt, da muss ich ja manchmal gucken, Zitronenschnaps machen. Ja. Warte, lass das Mikrofon stehen. Okay, Zitronenschnaps, ist in Ordnung. Haben wir irgendwo Salzwasser in der Nähe? Ja, jede Menge. Aua! Arsch! Au! Mikrofon! Nein! Hallo? Mief, warum ist das hier Süßwasser hier hinten? Mief. Weiß ich nicht. Eigentlich sollte das kein Süßwasser sein. Das sollte eigentlich Salzwasser sein. Ja, ich hau mal einmal rein, hab Süßwasser. Scheiße. Hinten bei unserem Haus, da müsste Salzwasser sein. Ja, ich weiß, aber das ist doch blödsinnig jetzt hier. Vielleicht weil wir jetzt hier Lampen haben. Wie hast du jetzt hier schon wieder angebaut, ey? Du hast meine Felder schon fast wieder verbraucht. Ja, ich hab erstmal alles angepflanzt, was so noch da ist. Vielleicht wächst davon noch ein bisschen was, vielleicht auch nicht. Ist ja erstmal egal. Ja. Hauptsache, Samen kommen erstmal aus der Kiste raus. Dann hab ich später einen besseren Überblick. Das ist auch Süßwasser! Kann ich dort da nichts dafür? Was hat sie denn gemacht? Er hat seine Kralle in meinem Pulli verfangen und hat mich dafür bestraft, indem er mich gebissen hat. Boah. Und gleichzeitig hat er seinen Schwanz am Mikrofonkabel verfangen und hat die ganze Zeit meinen Mikrofonständer umgeschmissen. Hier ist nur noch Süßwasser überall. Mief, wir haben noch Süßwasser. Das, könnte auf Dauer vielleicht ein Problem werden. Wie, das Wasser, das Salzwasser wird zu Süßwasser? Vielleicht hier hinten, warte mal. Ich habe bei unserem Haus gerade geholt, das war trotzdem auch Süßwasser. Ja, bei den Bärenbüschen da hinten. Ich glaube, da war Salzwasser. Ich habe da letztes Mal auch Salzwasser hier direkt bei Julias Haus geholt. Aber ja, ich glaube, hier ist noch Salzwasser. Wo denn, wo bist du denn? Also müsste zumindest, ich guck mal, habe ich einen leeren Schlauch? Gleich, warte. Ich muss den erst leer trinken. Wo bist du denn? Natürlich ist da noch Wasser drin. Wo bist du denn? Bei den Bären. Okay. Unsere Bärenplantage. Ja, das müsste Salzwasser sein. Ich kann meinen Schlauch hier nicht auffüllen. Kannst Salzwasser sehr wohl in den Schlauch tun. Ja, aber ich habe da noch Süßwasser drin, der Rest. Ja, dann kannst du das nicht. Ah, Salzwasser. Gott sei Dank. Ich hätte hier auch Salzwasser gehabt. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Salzwasser. Oh, Gott, ach, Gott, Moment, Gott. Ich weiß, was ich gemacht habe. Was ist denn der richtige Game-Mode? Warte, weißt du das noch? Null. Okay, komisch. Ich hatte Game-Mode 0 getippt, damit ich da rauskomme. Das war seltsam. Das hat funktioniert? Das war ja irgendwie schon. Serviert. So. Naja, immerhin hat es mir jetzt gerade das komplette Essen abgezogen. Oh, mein Lebensbalken ist mega klein irgendwie geworden. Deswegen war da auch nicht mehr da. Aha.
Ja, der eine Hund will die ganze Zeit den anderen Hund. Aber ich glaube, der andere Hund will den einen Hund nicht. Sehr gut. Oh, ich bin wieder bei Rothers abgebrannten Baumhaus. Nee, und die Baumhäuser sind ja echt richtig voll, oder? Sehe ich gerade da oben. Mhm. Dann können wir jede Menge Essig machen mit. Mhm. Oder auch mal, kann man Obst auch einlegen oder geht das nicht? Obst, weiß ich nicht. Marmelade? Keine Ahnung. Also im Zweifel kann man es auf jeden Fall in Keramikfässer packen. Ja gut, das geht natürlich immer. Die Zitronen waren die, die wir auch schon alle, die schon öfter abgesägt hatte, sag ich mal. Deswegen haben wir so viele Zitronenbäume gehabt. Auf jeden Fall richtig nice. Kann nicht schaden. Katze, komm her, ich bin Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Die wirst du nicht von kriegen Katze. Von deiner Chefin. Von Doch. Der Katze. Meiner Katze kriege ich eine Entschuldigung, glaub mir das. Die macht das. Hallo Eichhörnchen. Wie viele Zitronenbäume haben wir denn? Ey, das ist ja schon, das ist schon heftig. Werde ich nicht. Allmählich komme ich ganz langsam in gewohnte Gefilde, glaube ich. Sobald ich stehen bleibe, hängt mein Männchen an dem Weibchen dran. Wahnsinn. Nicht stehen bleiben, ohne dass die wieder rummachen da. Okay. Die ganzen Bäume müssen abgeerntet werden. Sag ich jetzt Entschuldigung? Nein. Ja? Na also, geht doch. Muja. Ja, ein Schleim. Mhm. Hat Angst, dass er mich zu fressen kriegt. Ne, das erholt sich das dann selber, wenn er nichts kriegt. Er weiß ja, wo es ist und wie er rankommt, also von daher. Oh. Ist ein sehr intelligentes Kerlchen. Anscheinend manchmal intelligenter, als es ihm gut tut, oder? Ja. Er hat ja gestern auch das wahrste Kinderparadies geschenkt bekommen. Ich habe nämlich von einem Kollegen ein Paket zugeschickt gekriegt. Mhm. Ursprung der Geschichte war, dass wir irgendwie im Stream aufs Thema Freibier gekommen sind. Ich weiß, Freibier? Wann? Wer? Und dann meinte er, okay, er schickt mir Freibier zu. Und es war eine Kiste, riesengroß. Das war mehr als ein Kubikmeter, definitiv, was in der Kiste drin war. Und die war bis oben hin gefüllt mit Verpackungsmaterial, mit diesen komischen, ja, nicht so die kleinen Styroporkugeln, aber so diese daumengroßen Styropor-Dinger. Ach, die chipsmäßig aussehen. Nee, die sind mehr so wie eine 8 geformt. Ach die. Ja. Und ich habe den noch im Vorfeld gefragt, ob ich die Kiste kippen darf, weil die ist halt ungefähr einen Meter breit und einen Meter tief, aber mehr als einen Meter hoch gefühlt. Keine Ahnung, auf alle Fälle riesengroß. Und ich wusste nicht, wie ich das sonst das Unpacking aufnehmen soll, weil ich mache das dann immer in meinem Phil-Vlog. Und er meinte, ja, kannst schon kippen, kannst auch reinspringen und tauchen. Ich denke so, ja, alles klar, schon gut. Und ist ein Riesenpaket. Legt die Kiste halt dann so eben seitlich mit der Öffnung auf die Seite so, und so hin und macht dann auch die Klebebänder auf und schneidet das auf und die Kiste war bis oben voll mit dem Zeug. Also hat er sich gefreut, dass bis du oben gefragt voll. Hast. Er hat also Zitronen gedacht, kann man nicht pökeln. Ich anders mit kippen meine. Okay. Er meinte nicht gekippt aufmachen, sondern generell kippen. Und dann habe ich halt aufgewacht, da kam das ganze Zeug alles rausgeprasselt. Das hat mein Kater sehr gefreut. Oh, Party! Ja, dann ist er eingeschlafen in dem ganzen Zeug drin.
Naja, du weißt ja, Katzen und Pisten, das ist so eine Geschichte für sich. Ja, du, das hat keine 5 Minuten gedauert, dann hat der auf der Kiste geschlafen, ab dem Zeitpunkt, wo die Kiste im Haus war. Erst ein bisschen beschnuppern, ein paar Mal dran schubbern und dann rauflegen und schlafen. Ich wollte noch was sagen. Ja, das ist so dieses meins. Mhm. Oh, jetzt geht's mal wegen einer fucking Glasscheibe nicht aus. Hm. Ich glaube, wir haben verdammt viel Alkohol, dafür brauchen wir heute gar nicht. Öffnen. Wir müssen wir mehr trinken, es hilft nichts. Das Lager wird zu voll. Jetzt hier den Essig rausnehmen, Essig da reinkippe. So. Kann ich jetzt hier. Nee. Okay, da passiert nichts. Also tatsächlich, scheinbar ab einem bestimmten Stadium kann man die Viecher alle paar Sekunden füttern. Die sind, das sind gepökelte Kartoffeln, kannst du die irgendwo anders hinlegen? Dass die halten ja länger. Ja. Ja. Sehr schön. Da mache ich einfach eine extra Kiste für. Okay. Für die gepickelten Waffen. Oh, ich sehe das Haus. Sehr schön. Dann weiß ich ja, dass ich wirklich allmählich nach Hause komme. Wie viel Obst muss man noch mal reintun, um Essig herzustellen? War das ein volles? 10 Unzen pro. Ja, 100 OZ, offene. 100 OZ. Offenes Fass. Alter Kater, wo hast du deine Krallen gehabt? Oh, alles klar. Das brennt ja richtig. Oh. Aber ich habe hier noch gepökelte Karotten. Schlafen, bitte. Schlafen, alles okay, klar. Schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Läuft die Taste nicht. Wie Schlaftaste? Mief, hier tu mal die, kannst du zu den Kartoffeln packen. Cool. So, was wollte ich jetzt? Wollte ich ein Messer craften. Ich habe gar keinen, ich habe kein Dings mehr. Warte, ich habe da hinten noch so ein spezielles Messer, genau. Hey Hundis, wir müssen jetzt versuchen, hier irgendwie heil herumzukommen, ohne dass ihr so blöd seid und reinfallt. Wie machen wir das? 100 Unzen hast du gesagt, ja? Ich habe ein schwarzes Schaf gefunden. Also wenn ich jetzt hier die 70 nehme und hier die, dann habe ich 119, das ist ja noch viel zu viel. Das ist ja echt blöd, ne, mit den Unzen hier immer. Mhm. Nee, das ist falsch, das wollte ich nicht. Ich wollte doch... Ja, freu dich, wenn du... Wie bei den Metallsachen, wo du dann im Prozent ausrechnen musst, wie viel du reinpacken kannst. Jetzt habe ich 99, irgendwas, das ist ja schön. Was, im Prozent ein? Nee. Das sind 4 Unzen und 99 Unzen, ist ja nah dran. So, dann kann ich das hier benutzen, um Essig herzustellen. Dann können wir jetzt alles einlegen, oder? Das ist natürlich ganz nice. Ja, Obst kannst du nicht einlegen. Okay. Ja, aber alles an Gemüse soweit. Allmählich werden auch die Lebenspunkte wieder ein bisschen mehr von dem einen Hund. Dafür sind sie von dem anderen weniger geworden. Sehr gut. Oh, nur noch 900 Meter. 99. Da hast du das Haus schon gesehen? 104, nehmen wir hin. Welches? Du hast gerade vorhin, was er sagt, du hast das Haus schon gesehen. Nee, nicht unser Haus, ein Haus, das ich kenne. Ach so. Ja, bekannte Gefilde. Ganz angenehm. Oh, mega lag. Hundi, seid ihr da schuld, dass es so geleckt hat? Nochmal schnell ab aufs Feld, schauen, ob noch irgendwas fertig ist. Ich sollte mal was essen, deswegen kann ich nicht mehr rennen.
So, 1, 2, 3, 4, 5, das ist doch schon mal was. Tür zu. Und die nächste Schwange. Die nächste Folge ist wohl schon wieder vorbei. Falls es euch interessiert. Das geht ja immer so schnell. Über 750 Meter. Okay. Dann danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.